Das ist die neue Hoffnung der CDU in Hagen. Jung, weiblich, Muslima. Cemile Yusuf nimmt uns mit in ihr Lieblingsmuseum. Die junge Frau mit türkischen Wurzeln möchte hoch hinaus in der Politik. Sie ist die erste muslimische Bundestagskandidatin der Christdemokraten. Den Künstler Emil Schumacher, den berühmten Sohn der Stadt Hagen, findet sie toll, weil er sich auch für die arabische Kultur interessiert hat. Christentum und Islam, so Yusuf, das gehe eigentlich gut zusammen. Also so große Differenzen sehe ich da gar nicht. Gerade die monotheistischen Religionen haben eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, würde ich sagen. Für christlich oder gläubige Christen ist es zum Beispiel wichtig, dass ihre Kinder einen Religionsunterricht in der Schule haben. Das ist auch für Muslime wichtig. Cemile Yusuf ist in Deutschland geboren. Ihre Eltern sind Türken. Als sogenanntes Gastarbeiterkind hat sie es nicht leicht in der Schule, wird diskriminiert. Doch sie kämpft sich durch, macht das Abitur und studiert. Jetzt will sich die 35-Jährige politisch dafür einsetzen, dass Bildung kein Privileg ist. Ich möchte für die Menschen da sein und ihre Sorgen und Nöte ins Parlament tragen. Thematisch möchte ich mich mit dem Thema Bildung befassen. Ich finde es schwierig, dass es in Deutschland immer noch so ist, dass Kinder und Jugendliche, die nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen, es schwieriger haben auf ihrem Bildungsweg. Das ist ein wichtiges Thema. Gottes Liebe ist so Sommerfest in einem katholischen Kindergarten. Cemile Yusuf ist auch dabei. Für die junge Muslima ist wichtig, dass religiöse Gefühle Platz finden in der Gesellschaft. Deshalb findet sie die CDU, die Christlich-Demokratische Union, gut. Hier spielen Religion und Glauben eben noch eine Rolle. Heute übernimmt sie die Patenschaft für eine Spendenaktion. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich werde auch nicht so lange reden. Politiker reden ja immer ganz lange, aber ich werde es ganz kurz machen, weil hier einige schon nervös werden. Es ist einer ihrer ersten Auftritte als Wahlkämpferin. Hier im katholischen Kindergarten ist man zufrieden mit der neuen Schirmherrin. Wir haben hier 20 Nationen und da ist auch eigentlich ganz schön, jemanden zu haben, der selber einen Migrationshintergrund hat, Muslime ist, auch da an der Stelle. Finden wir das ganz passend eigentlich. Einen erfolgreichen CDU-Kandidaten, den hatten sie hier schon lange nicht. Deshalb versuchen sie jetzt etwas Neues. Weiblich, jung, mit türkischen Wurzeln. Auch wenn die neue Kandidatin kaum Erfahrung hat. In der Tat sehen wir uns als Trendsetter hier, da wir uns als Volkspartei verstehen. Und wenn wir nicht die Partei der Alten werden wollen, müssen wir uns und wollen wir uns gerade den Menschen mit Migrationshintergrund öffnen. Damit hat die CDU die Zeichen der Zeit erkannt. Denn in Hagen hat heute jedes zweite neugeborene Kind ausländische Wurzeln. Cemile Yusuf wurde daher quasi extra nach Hagen versetzt. Die CDU will mit einer jungen türkischstämmigen Muslima neue Wählerschichten erreichen. Cemile Yusuf also nur eine Quotenkandidatin? Nein, also das würde ich nicht so sehen. Erstens gibt es schon viele Christdemokraten, auch mit Migrationshintergrund in unserer Partei. Wir haben beispielsweise im Bundesvorstand jetzt 4 Mitglieder. Eine Türkeistämmige ist sogar ins Präsidium aufgerückt. Deswegen glaube ich nicht, dass Migranten als Quotenkandidaten sozusagen gelten. Tatsächlich wäre Cemile Yusuf die erste türkischstämmige CDU-Bundestagsabgeordnete. Zumindest für die Christdemokraten wäre sie damit etwas ganz Neues. Frauen wären doch mal ganz schön, nicht in der Politik? Das ist ja sicherlich keine Frage von Aussehen oder Religionszugehörigkeit, sondern von seinem Engagement für die Stadt hier. Wie er aussieht, ist mir eigentlich relativ egal. Der müsste eigentlich auf seinem Fach kompetent sein und was in der Rübe haben. Vor allem bei den ganz Jungen kommt die Kinderliebe Muslime auf dem Fest gut an. Statt Politikdiskussion ist Dosenwerfen angesagt. Aber so richtig interessiert sind die Wähler von morgen noch nicht. Weißt du, wo der Bundestag ist? Hast du noch nicht vom Bundestag gehört? Der ist in Berlin. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Das ist der, der gerade mit der Keule kämpft. Das wilde Spiel mit den Keulen scheint einfach spannender zu sein. Immerhin auch Cemile Yusuf scheint dabei etwas für ihre politische Zukunft zu lernen. Hier wird ja mit harten Bandagen gekämpft. Was glauben Sie, was würde sie denn im Bundestag erwarten? Ja, ich denke mal, das ist auch eine sportliche Aufgabe. Klar, gibt es immer auch Gegenpositionen, gegen die man sich verteidigen muss, mit guten Argumenten. Das ist hier ähnlich. Dann hat man auch im Bundestag bestimmt ein Schutzschild, das auch aus guten Argumenten und viel Wissen besteht.
Und da muss man natürlich auch schlagfertig sein. Das ist ja auch so ähnlich. Die Chancen für Cemile Yusuf in den nächsten Deutschen Bundestag zu kommen, sie stehen gut, auch wenn die junge Frau erst seit 4 Jahren in der Politik ist. Ihre Partei, die CDU, pusht die junge Muslima ganz bewusst. Die konservativen Christdemokraten wollen mit ihr zeigen, dass sie auch jung und modern können.